Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden zusammen meinen Koffer packen, denn es geht für uns nächste Woche in den Urlaub. Und es wird warm, nicht zu heiß, aber schon sehr angenehm. Und ich werde euch noch nicht verraten, wo es hingeht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, ob ihr an meinem gepackten Koffer erkennt, wo es hingeht. Ein Tipp noch, wir waren schon mal da. Vielleicht könnt ihr ja mal ein bisschen auf Insta stöbern und findet es heraus. Ich bin gespannt. Ich habe mir schon eine Packliste geschrieben. Hier liegt sie neben mir und die Sachen unterteilt in Kleidung, Kosmetik, Bad, Apotheke, Technik und Sonstiges. Und wir werden das jetzt zusammen raussuchen und dann versuchen, in meinen Koffer zu quetschen. Denn wir fliegen mit einem normalen Koffer, ich glaube 20 Kilo dürfen wir mitnehmen und einem kleinen Handgepäck. Und ja, das sollte aber eigentlich alles passen, denn wir brauchen ja gar nicht so dicke Sachen. Okay, als allererstes muss ich versuchen, da oben die Tasche runterzuholen, denn da sind meine Sommersachen drin, weil der Schrank ist natürlich noch voll mit den Wintersachen. Als allererstes habe ich meine vakuumierte Sommerkleidung aus diesem weißen Behälter genommen und mir alles hingelegt und geschaut, was ich davon im Urlaub noch nicht so oft anhatte. Habe dann auch versucht, auf ein Farbschema zu achten, dass alles so in Blau und Beige und Weiß ist. Und genau, habe mir das dann alles schon mal währenddessen aufs Bett gelegt, um dann alles nebeneinander zu sehen, ob auch alles grob zusammenpasst. This life, no guarantees and stars align. Follow your passion trail and try to keep an open mind. Hiding it by myself, no guarantees you find me. Said if it's faith, you'll find me. Leaving the past behind, in passes. Going off to different places, different planets. Watch your own. An Bad- und Kosmetikutensilien habe ich für meine Haare, meine Bürste, meine Haarklammer, Haargummis, Haarspangen und mein Glätteisen mitgenommen. Und an Kosmetik generell, Deo, Parfumproben natürlich. Ich nehme immer kein Flakon, sondern die Parfumproben, mein Lockenspray, Abschminktücher, eine Pinzette, Sonnencreme, dann mein Serum für die Haut. Dann habe ich noch Pflaster mitgenommen. OBs, ich werde vermutlich meine Periode im Urlaub bekommen. Dann habe ich schon meine Pinsel hingelegt und meine Kulturbeutel, wo ich gleich alles reinpacke, meine Zahnbürste, meine Zahnpasta
und mein Alltags-Make-up. An Technik habe ich meinen Instax mitgenommen plus Film, unsere neue Analogkamera plus Film, dann meine AirPods bzw. Armins AirPods, weil meine ja verloren gegangen sind und er eh im Flieger schläft, eine Powerbank, mein iPad, ein Ladekabel, mein Handy und unsere Kamera mit Objektiv. Das Sonstige ist eigentlich auch mein Handgepäck. Da habe ich zwei Bücher mitgenommen, unser Kartenspiel, dann einen Stift, unser Kuschelbär, meinen Impfpass zur Sicherheit, mein Portemonnaie und eine Flasche, wo wir Wasser reinfüllen und das vor dem Flug noch trinken. Dann habe ich so Sortierbeutel in meinem Koffer, also wo ich meine Sachen einzeln reinpacken kann, damit nicht alles im Koffer rumfliegt, und ich finde das so praktisch. Ich benutze immer eins für meine Oberteile, eins für meine Hosen, eins für Unterwäsche, das zeige ich euch nicht. Dann das kleine, was ich gleich weglege, das ist für meine Socken. Und dann habe ich meistens noch einen Schuhbeutel oder einen Beutel von der Handtasche, wo ich dann meine Schuhe, die ich mitnehme, reinpacken werde. Ich muss sagen, ich mache doch kein großes Bohai mit Klamottenrollen und weiß ich nicht. Ich nehme halt nicht viel mit, weil ich wahrscheinlich im Urlaub eh die ganze Zeit im Bikini rumlaufen werde oder im Kleid, und dann ist es halt auch einfach egal, wenn ich dann zwei, drei Oberteile zu wenig dabei habe. Und genau, dann packe ich das grob da rein, und wenn man ehrlich ist, kauft man im Urlaub eh nochmal ein, zwei Sachen. Und wenn ich unordentlich packe und alles reinpasst, dann passt das auch rein, wenn wir zurückfliegen und ich es vielleicht ein bisschen ordentlicher quetsche, damit die mitgenommenen Sachen auch noch reinpassen. Ich habe leider zwei, drei Sachen vergessen, aber wir fliegen ja auch erst am Wochenende, und die packe ich dann noch dazu. Ich habe den Koffer zwar erstmal schon zugemacht, aber da fehlen halt noch so Sachen. Mein AirTag zum Beispiel ist noch nicht angekommen, den packe ich noch da rein, und so Sachen wie Schnorchel, vielleicht noch ein Handtuch, das wissen wir noch nicht. Batterien muss ich noch mitnehmen, ja, also Kleinigkeiten. Die habe ich noch nicht eingepackt. Ein paar Schuhe wollte ich auch noch mitnehmen. So ein paar schickere Schuhe für abends. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you travel the world, all the spaces inside your heart.
Yeah, I know that.